Ihre Handeln zu einem Krieg führen könnten, weil wir immer zu uns zurückziehen, dann sind Sie nicht bereit zu verhandeln. Sie stellen aber hier die Realität doch völlig absurd dar. Also wo zieht der Westen sich immer zurück? Das ist doch völlig eine völlige Fehlbeschreibung. Also selbstverständlich, es ist doch bekannt, dass die Vereinigten Staaten in der Ukraine im Vorfeld der ganzen Veränderung massiv präsent waren. Das haben US-Angehörige wie Frau Nuland ganz offen zugegeben. Also Frau Nuland hat zugegeben, dass sie 5 Milliarden Dollar investiert haben, um dieses Land zu verändern. Und es ist doch auch kein Zufall, dass unmittelbar nach dem politischen Umsturz, der ja zunächst wenig mit Wahlen zu tun hatte, dass unmittelbar danach US-Konzerne, nämlich Chevron und Shell, dann in den USA große Milliardenverträge bekommen haben, um dort die Schiefergasvorkommen auszubeuten. Das ist doch alles kein Zufall. Da geht es um ganz harte, lassen Sie mich jetzt bitte mal ausreden, ich habe Sie auch ausreden lassen. Es geht hier um ganz knallharte wirtschaftliche Interessen. Wenn die USA von Menschenrechten reden, geht es meistens um Schürfrechte. Und genau das ist hier wieder der Fall. Ja, die amerikanische Außenpolitik hat doch nichts mit Menschenrechten zu tun. Da geht es um Schürfrechte, sonst um überhaupt nichts. Aber ich spüre ja auch heute Abend wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, es ist ein heikles Thema. Der Kanzler hat es ja mehrfach offen gesagt. Er hat gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich.